Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 3.4.2020 und damit die letzte Woche im Monatswechsel. Unser DAX hat sich hier, nicht nur unser DAX, ja, Indizes haben sich hier relativ stark gezeigt. Nicht unbedingt ja, mit der Bewegung, die letztendlich kam, so viel ist gar nicht passiert, aber es wirkte viel. Und insbesondere, wenn wir den Vortagesklos gesehen haben und auch den Vortag. Wie der aus dem Rennen rausgegangen ist, war das ja eine absolute Vorlage, übelst zu eskalieren. Das war der Panikknopf auf der Unterseite, der gedrückt wurde und unserem DAX quasi richtig Eskalationspotenzial gegeben hat. Haben gesagt, wenn der drunter bleibt, ne, wenn der drunter bleibt, kann er hier locker losschieben und so weiter und so fort. Wenn er aber zurück, wenn er in der Range nach oben drückt, habe ich, glaube ich, mit fünfmal wenn betont, ne, wenn der nach oben drückt, dann planen sie damit ein, dass er hier zurücklaufen kann. Was haben wir für Ziele genannt? Die 580 hat man, wenn ich mich nicht täusche, 580, 590, ne, hat man als erstes. Dann hat man die 750 benannt und die 8,20. Wir sind bisher nur an die erste Marke rangegangen, an die 5,90 hier, die haben wir angelaufen, direkt zur Eröffnung. Dann kamen hier US-Arbeitsmarktdaten, die sind relativ schwach ausgefallen, hat unseren DAX nochmal ordentlich nach unten gezwirbelt. Im Dienst haben wir ja mit unserer Donnerstagsregel, also ich fand eigentlich, dass wir es schön gefangen gekriegt haben, weil das eigentlich von vornherein gesagt haben, oben 6,30, unten 3,20, dazwischen hin und her, so sind wir früh um 8 in die erste Mail reingegangen, ne? Zwischen 6,30 und 5,20 kann er pendeln, einen Ausbruch kriegen wir erst über 6,30 oder unter 3,20, ne? Und haben dann auch hier unten am Dings auch gleich nochmal ein Mail rumgeschickt gehabt, als er dann unten stand, dass er jetzt eben unten am unteren Rand der Range nur ist und noch nicht rausgefallen ist. Ne? Und wenn er jetzt auftritt, im besten Falle wieder hoch an die 6,30 laufen kann, Zwischenziele 4,70, das hat alles wunderbar geklappt. Also ich finde eigentlich, der ist recht gut gelaufen sogar halt. Ne? Hier oben haben wir dann gesagt, na, Vorsicht, der braucht halt einen Stundenschluss über 6,30. Solange der nicht kommt, kann er auch nochmal zurücklaufen. Im Rücklaufziel haben wir geschrieben 500, 4,70. Das ist auch Ast reingekommen, also direkt runter und wieder hoch. Und trotzdem ist es ein Tag, der, glaube ich, vielen schwer gefallen sein dürfte. Also sehr vielen schwer gefallen sein dürfte. Weil das liegt nicht jedem hier. Das, was wir hier die ganze Woche schon machen, liegt nicht jedem. Dieses zur Seite halt, ne? Dieses in den einen Tag voll in die eine Richtung, den ganzen Tag, ne? Also Tagesende, Tagesschluss quasi am Bewegungsende vom letzten Tag. Und das haben wir jetzt die ganzen Tage letztendlich fast immer schon so gehabt, ne? Wir sind am Montag durchgedrückt, haben wir quasi fast am Tageshoch geschlossen. Am Dienstag gut, sind wir ein bisschen rumgelümmelt, zum Mittwoch hinten raus, zum Donnerstag jetzt nach oben auch hier wieder fast am Tagesschluss geschlossen und dabei halt schön geranged. Und das liegt nicht jedem, das ist einfach so, ne? Und auch diese Spannen hier, das ist was unheimlich Fieses, was sich der Markt so immer überlegt, um die Leute auch total wuschig zu machen, kürzer zu machen, rauszutreiben, auch aus dem Markt zu zwingen, short wie long, ne? Also wer long drin ist, wer short drin ist, hat dann nicht unbedingt Spaß, weil die short drin sind, die wollen hier runter, die long drin sind, wollen hier hoch. In dem Moment, wo man immer wieder hier oben dran knallt, zurückkommt, ist das gleiche wie auf der anderen Seite, ne? Das heißt, Spaß hat nur der in der Range tradet, ne? Und hier die kleineren Strecken einfach mitnimmt. Und das ist was, das wollen viele nicht. Die sagen sich nicht, okay, hier, jetzt habe ich 100 Punkte, jetzt nehme ich mit, sondern die wollen eben die 500 nach hier unten. Und das ist dann schwer. Das fällt einem dann auch schwer. Und oft hören diese Leute dann irgendwann auf, die sagen dann, sie haben jetzt keine Lust mehr, haben jetzt hier eine Woche lang nur verloren und immer wieder hinten raus und sind immer wieder umgedreht und sie waren 200 Punkte im Plus und dann sind sie doch wieder hinten in den Stopp gerannt. Ne? Da vielleicht auch der grundsätzliche Punkt Stops, die sollten halt, also wenn man große Strecken handelt, auch außerhalb der Range immer wieder platziert werden, ne? Das ist auch ganz wichtig. Man sollte auch nicht unbedingt unter der Range, also nicht unbedingt am Range-Rand jetzt hier schon unbedingt nach draußen traden, den Stop reinmachen. Das kann man probieren, wenn gute Dynamik drin ist, wenn richtig schön Schub drin ist, aber damit trotzdem ein bisschen vorsichtig sein, wenn man raustraden will und den Stopp in der Mitte hat. Ne, das ist riskant. Das klappt halt nur, wenn der Ausbruch kommt. Da muss man sich auch eine Grenze setzen, dass man das nicht die ganze Zeit macht. Das kann man ein, zwei, dreimal machen. Dann sollte man da auch irgendwo ein bisschen zurücksetzen.
Was ich aber eigentlich, wo ich jetzt eigentlich herkomme, ist, dass eben viele dann meistens damit aufhören, dann eben auf die große Strecke zu gehen, dann handeln sie lieber ihre kleinen Punkte in der Range und dann fängt er an auszubrechen halt, ne? Bisher ist es sehr diszipliniert und sehr sauber in der Range. Das ist für einen DAX nicht üblich halt, ne? Und ich denke auch noch nicht, dass das unsere eigentliche Range ist, die er hier bauen, wovon wir gesprochen haben, die er bauen sollte, um diese ganzen Leute long reinzulocken, die jetzt hier short wollen. Ich glaube noch nicht, dass es die Range ist. Ich sehe die weiterhin hier oben noch kommen, aber trotzdem, wenn es uns einen DAX unten rauslegt, dann kann das hier auch vollenden. Was aber für unseren DAX, und da muss ich den Satz von vor zwei Sätzen noch zu Ende bringen, was unser DAX hier recht sauber macht, was er sonst nicht so sauber macht, sind diese Ausgänge, diese Kanten von der Range. Normalerweise läuft er nämlich hier unten einmal richtig schön deutlich raus, dann läuft er oben nochmal richtig raus, dann läuft er unten nochmal richtig raus, dann stößt er oben nochmal über ein Tief, dann springt er einmal nochmal 3, 4, 5 Tage zur Seite, bis wirklich keiner mehr Lust hat, irgendwie auf irgendeinen neuen Trend zu handeln. Ja, also momentan, ich habe auch schon wahrgenommen, dass sehr viele Leute kotzen, ne? Die stinkt das einfach ungemein an, was der DAX jetzt macht. Wirklich, ich fand ihn gut, ich fand ihn angenehm, wie er gelaufen ist. Also ich fand das koordiniert auf meine Donnerstagsregeln, die ich habe, hat das gut gepasst halt, ne? Aber ich nehme auch wahr, dass das vielen eben nicht gefallen hat, was er hier jetzt geliefert hat. Da hat ein WTI mehr Spaß gemacht, ne? Und da Long drin gesessen hat und er ballert einfach mal so, was waren es, 20% nach oben, ne? Das fetzt schon, das macht dann schon Spaß. DAX war das hier eher mehr so eine mühselige Nummer und auch immer wieder mit zurückkommen und ist halt unser DAX. Ne? So, also Fehlsignale sind hier in dem Sinne noch gering vertreten. Wir haben halt hier diesen Close drunter gehabt zum Vortag. Das ist ein Fehlsignal geworden, ne? Direkt rausgekontert. Das haben wir aber auch gesagt, ne? Wenn er oben rausgeht, wenn er grüne Kerzen, dann ist das nicht. Ausbrechen nach unten, dann sollte man aufpassen und hier einplanen. Den ersten Baustein hat er schon geschafft. Hier die 5,90, 6,30. Der zweite Baustein wäre jetzt 7,50. Der dritte Baustein wäre 8,20. Das heißt, das ist jetzt durchaus erreichbar zum Freitag noch, wenn er oben weiterarbeitet. Wir können nicht garantiert sagen, dass er es tut, aber es ist möglich. Und die Trigger müssen wir einfach mitnehmen. Nützt er nichts, hat er nicht auslösen können. Hat er nicht nachhaltig auslösen können. Fumm. So, dann nehmen wir das gleiche mit auf der Oberseite. Oft ist es so, wenn unser DAX unten tatsächlich richtig scheitert, probiert er immer einen Ausbruch auf der Oberseite. Muss man sich für einen Montag dann mal drauf einstellen, wenn er jetzt zum Freitag eine 8,20 zum Beispiel packt, dass er sich zum Montag mal kurz oben gu drüber gucken lässt und dann auch wieder zurückzieht. Weil ein Problem hat der DAX. So eine Range knackte meistens immer aus der Mitte raus, aus der Mitte heraus halt, ne? In dem Moment, wo er immer von der komplett anderen Seite der Range angerannt kommt, schafft er das nicht. Das ist ganz oft so, ne? Wenn man mal hier guckt, oben, unten, zack, auch hier wieder von ganz unten nach ganz oben probiert, nicht geschafft. Von ganz oben nach unten probiert, nicht geschafft. Von ganz unten nach oben probiert, nicht geschafft. Von ganz oben nach unten probiert, nicht geschafft. Ne, aber in dem Moment, wo er irgendwo mal aus der Mitte raus, jetzt zum Beispiel hier zum Freitag hoch, eine 8,20 oder sowas, umdrehen, das wäre eine gute Vorlage, um nächste Woche nach unten rauszubrechen. Läuft er jetzt hier komplett nach oben durch, sticht hier oben einmal drüber, müsste dann wieder sowas bringen wie hier. Ne, so ein schönes, flaches Abgleiten. Und dann aber die lange grüne Kerze nach oben. Und dann kann auch ein Ausbruch klappen. Ne, aber so dieses direkt durchrennen, das ist immer nicht so seins halt. Ne? Also, wir nehmen wahr, hier ist jetzt ein relativ großes Vakuum. Das kann er füllen nach oben. Da braucht er nicht mal mehr viel zu. Muss sich bloß über der 6,30 halten. Hat er per Tagesschluss jetzt nicht geschafft. 6,15 ist es gewesen. Sollte über die 6,30 hier jetzt noch hinwegkommen. Im Grunde guten Platz bis 8,20, 900, 9,900, 8,20. Das ist zum Freitag durchaus denkbar. Letztendlich sogar auch einen Versuch auf der Oberseite, aber. Naja, es sind nur 400 Punkte, das ist nicht so viel. Also, es kann er schaffen, aber ich glaube eher sowas wie 8,20, 900 und dann frühen Nachmittag gegen 14, 15 Uhr wieder in die Drehung rein und nochmal komplett in die Kiste zurück. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Und dass man dann über den Freitag in den Montag hineinfällt und die negativen Nachrichten, die hier gekommen sind, später erst verarbeitet. Wenn jetzt alle Shorts erstmal rausgeworfen sind, die jetzt auf die schlechten Nachrichten hineingegangen sind. Na, dass man die jetzt einfach rausholt,
Ja, oben im Bereich kriegt man es bestimmt hin. 820 bis 900. Ich glaube, da hält keiner mehr einen Short, den er hier unten reingelegt hat. Und ja, dann kann er schon wieder umkippen. Also schauen wir mal. Das wäre auch gar nicht so untypisch für unseren DAX, auch wenn wir die letzten Wochen angucken. Ne? Vom Freitag ist er häufig in den Montag reingefallen. Deutlich, also zumindest, dass er noch mal einen Tief reingemacht hat. Und gucken wir mal. Ne? Also hier sieht man da sowas auch. Freitag nochmal hochgestochen, dann runter. Und dann hier in den Montag reingefallen, quasi so. Haben wir sowas noch? Hier ist auch sowas. Freitag. Auch hier so ein Hoch. Hier ist 13 Uhr rum gewesen. Am Abend zwar nochmal stabilisiert, aber auch hier in den Montag reingefallen. Also, das macht unser DAX auch sehr gerne. So ein bisschen aufpassen. Und es hängt von ab, wo der Tagesschluss kommt. Wenn der DAX natürlich hier einen Tagesschluss oben stellt und richtig oben bleibt, an der 900, glaube ich, eher Aufwärtsgap sogar. Aufwärtsgap und dann oben einmal drüber gucken und wieder zurück. Na? Und wenn er hier bloß hochkommt und zurück, dann schon nach unten ein bisschen planen Richtung Montag. Ansonsten wäre alles, was jetzt unter 6,30 passiert, seitwärts. Das ist alles seitwärts hier. Wir sind noch in der Range. Und wichtig wäre dann, sobald wir unter 3,50, 3,20 hier per Stundenschluss fallen und auch per Tagesschluss, wäre das dann natürlich ein Short-Trigger Richtung 9.000 sogar, 9.000, 8.800. Na? Das heißt, unter 6.30 na, ist es schon anfälliger, nach unten durchzuziehen dann auch. Ne? Also wenn du zum Freitag sich schwach zeigt, sich unter 5.45 wieder arbeitet, das wäre schwach. Also unter 5.54, 9.545 müsste man eigentlich sogar schon fast Short mitgehen halt. Ne? Dass man dann sagt, ich werfe einen Stopp hier über die 6.30. Entweder hält's oder es hält nicht, ne? Weil die 630 ist nach oben die wichtige Marke. Wenn die nach oben fällt, dann geht ja hier diese Luft bis 800 auf. Und wenn er das aber nicht packt, wenn er hier drunter geht, unter 9,545, hat er schon ein Risiko. Hat er schon ein Risiko hier bis ja, 9,320, 9,350 nochmal abzukippen und dann fällt er hier auch tiefer halt. Dann geht er tiefer und dann schließt er wahrscheinlich hier und dann kommt das Abwärtsgap zum Montag halt. Ne? Gut, das sind so die Szenarien, die ich im Kopf habe. Die wichtigen Marken sind, denke ich, auch klar. Monatschart brauchen wir uns nicht angucken, Tageschart. Tageschart können wir uns angucken. Der sieht sogar, jetzt müsste interessant aussehen. Das müsste nämlich, der müsste sich jetzt am mittleren Bollinger-Band im Tageschart verteidigt haben, auch wenn unsere Linien hier alle nicht mehr, wir haben ja schon ewig nicht mehr dran gearbeitet. Aber dieses Halten am mittleren Bollinger-Band, das ist halt hier das Interessante. Und darum kämpft er auch so, darum macht er auch so seitwärts. Ne? Der versucht dieses Band nach oben aufzudrehen oder zumindest erstmal wieder seitwärts zu kriegen. Das sieht man sehr häufig, dass nach so einem starken Abverkauf, auch wie genau das gleiche wie nach einem starken Anstieg, der Markt am mittleren Bollinger-Band immer erstmal so ein bisschen zur Seite läuft, ein bisschen Range macht und wartet, bis er das dann ein bisschen seitwärts gestellt kriegt. Und dann drückt er sich nochmal ans obere Band. Und das wäre dann wirklich, das wäre dann genau der Punkt, wo ich sage, dort dann nochmal so eine Range und dann hat er alle. Dann hat er alle, dann kann er so richtig, richtig in das Licht führen und dann nach hinten raus nochmal abkippen und hier unten wegtauchen. Dann, wenn es keiner mehr kommen sieht halt. Ne? Jetzt sind alle Nachrichten durch. Also schlechter kann es eigentlich kaum noch kommen. Die Arbeitslosenzahlen in den USA, die waren absolute Katastrophe. Also Entschuldigung, das ist jenseits von Gut und Böse gewesen, was sie da hatten. So, und wenn er das jetzt hier gut verarbeitet, ich glaube, dann kriegt es sich nochmal ein ganzes Stück nach oben getragen, weil dann können ihn schlechte Nachrichten jetzt halt auch einfach nichts mehr anhaben. Gucken Sie mal, wann das los, seit wann wir keine neuen Tiefs mehr gesehen haben. 16.3., ne? Also, da gab es noch nicht mal Ausgangssperren in Deutschland, ne? Also, das dürfen Sie nicht vergessen. Die Nachrichten, die werden von Tag zu Tag schlimmer und gucken Sie mal, was der DAX macht. Der hält sich und drückt sich hoch, drückt sich hoch, drückt sich hoch. Da muss man schon aufpassen. Also, wenn er sich nach oben jetzt die 10.000 rauskriegt, ich glaube das weiterhin, dass wir hier ein ganzes Stück noch hochkommen, 11.000, 11.500, vielleicht sogar, wenn überhaupt, er oben rauskommt, er muss dafür oben rauskommen, wenn er vorher unter die 9.4 geht, dann hat das Vorrang. Aber ich könnte mir das nach wie vor gut vorstellen, dann hier oben schön zur Seite echt 1, 2 Wochen vielleicht sogar und dann richtig nochmal wegkippen. Wenn gar keiner mehr rechnet, vielleicht wenn sogar die Nachrichten positiv sind. Heilmittel gefunden, Impfstoffe gefunden oder was? Alle denken, na super, jetzt wird's gut und der geballert nochmal auf die 7,5 runter. Das wäre DAX Live. Das wäre DAX Live und das wäre auch Trading, weil das hat meist nichts mit Rationalität zu tun. Das ist einfach mal so. Gut, okay, also, wir haben das besprochen, wir sind immer noch in der Range.
Immer noch in der Range, die 6,30 ist die wichtigste Marke des Tages. Und unter 5,45 soll er sich nicht mehr blicken lassen. Wäre ein bisschen schlimm. Ansonsten nach oben Platz bis gut und gerne 8,20, 900. Da, mehr kann ich nicht mitgeben für den Freitag. Dann wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund und schauen Sie sich mal die Zahlen Corona an. Eine Million Marke geknackt. Also Wahnsinn. Da bin ich gespannt, was ich am Sonntag dann einsprechen kann. Wir haben ja darüber gesprochen und ein bisschen prognostiziert, ne? Was hat man gesagt? USA so an die 300.000 oder irgendwie sowas, ne? Gucken wir mal, gucken wir mal. Nicht schön, auf jeden Fall nicht schön. Aber was soll man machen? Wir können es jetzt erstmal nicht ändern, ne? Wir können unser Bestes dazu beitragen, damit es nicht schlimmer wird. Aber mehr wahrscheinlich auch erstmal nicht. Außer vielleicht nicht so viel Klopapier kaufen, damit die anderen welches haben. Gut, okay. Ich wünsche was, drück die Daumen und wir hören uns. Tschö.